Oh, Alter, ich habe den kalbsten Döner in Augsburg getestet. Laut Holle der einzige Holzkohle-Döner in ganz Deutschland. Meinem Wissensstand nach den einzigen Holzkohle-Döner in Deutschland. Pferd-Döner ist ja sehr bekannt dafür. Der Laden war sehr schön, groß, Fleischtheke sah saftig aus und natürlich der Spieß sah auch sehr gut aus. Dönerbrot war leer, deswegen mussten wir Dürüm testen. Aber solange das Fleisch überzeugen kann. Das Fleisch ist ein bisschen zu trocken, ne? Ist gar nicht so. Bisschen trocken. Ein bisschen so. Geschmackslos so. Mhm. Leider hat es aber nicht überzeugt. Im Großen und Ganzen einfach ein normaler Döner. Nettes Lokal. Kann man gerne dort essen. Ist okay, aber. Ich glaube, ich komme nicht nochmal deswegen. Lecker. Pferd ist besser. Aber extra dorthin fahren? Nein. Nochmal dort essen? Nein. Kommt da ein Pferd dran? Nein. Waren wir überzeugt? Leider nein. Gesamtnote 6,5 von 10.